Hallo YouTube! Halloween steht ja bekanntlich vor der Tür und somit auch die ganzen kleinen Kinder, die Süßigkeiten haben wollen. Aber warum wollen die eigentlich Süßigkeiten haben und warum feiern wir Halloween? Warum verkleiden wir uns und woher kommt überhaupt der Name Halloween? Mit diesen Fragen habe ich, Spezialistin Annie, mich natürlich ausführlich auseinandergesetzt, um euch jetzt mein unnützes Wissen über Halloween präsentieren zu dürfen. Schneiden Sie sich gut an, die Reise wird eventuell holprig werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Tschüss! Ganz zu Anfang wollen wir erstmal die Namensherkunft klären. Halloween heißt nämlich eigentlich gar nicht Halloween, sondern All Hallows Eve, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Abend vor Allerheiligen. Denn wie vielleicht einige von euch wissen, wird am Tag nach Halloween, also am 1. November, Allerheiligen gefeiert in der christlichen Kirche. Und daher kommt dieser Name, weil Halloween eben der Abend vor Allerheiligen ist. Der Ursprung von Halloween liegt hierbei in Irland, denn dort wurde schon vor über tausenden Jahren das keltische Fest Samhain gefeiert, was so viel ist wie das keltische Silvester und das Ende der Erntedankfest, und das Ende der Erntezeit bedeutet. An der letzten Nacht eines Jahres sollen nämlich angeblich die Grenzen zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden... Sag mal, was ist denn hier los? In der letzten Nacht eines Jahres sollen nämlich angeblich die Grenzen zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden verschwimmen, sodass Geister auf der lebenden Welt umherschwirren. Hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Und um diese Geister zu besänftigen, hat man damals schon immer Essen vor die Türen gestellt, weil man so erhofft hat, dass sie nicht böse sind. Das haben natürlich einige Menschen schon ausgenutzt und sich verkleidet als Geister, um das Essen zu schnappen, aber auch, und das ist ja dieses Brauch, was man als Kind immer hört, um die Geister zu vertreiben, weil eben die anderen Geister erschrecken sollen. Also die Verkleidungen sollen die richtigen Geister erschrecken. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eben der Grund, warum Halloween gefeiert wird. Und obwohl dieses Fest bei den Kelten schon seit Tausenden von Jahren gefeiert wird, kam es erst 1991 zu uns nach Deutschland. Als nämlich damals der Krieg im Irak war, hielten es die Deutschen für unangebracht, Karneval zu feiern, weil es ja irgendwie ein bisschen unsensibel ist zu feiern. Da aber die Spielwarengeschäfte voll mit Kostümen waren, suchten die Spielwarenverkäufer irgendeinen Weg, diese Kostüme trotzdem noch loszuwerden. Und so kamen sie dann auf Halloween, wodurch Halloween nach Deutschland gebracht wurde und seitdem von vielen, vielen Menschen hier auf der Welt gefeiert wird. Auf der Welt, in Deutschland. Ihr wisst, was ich meine. So kommt es, dass in Deutschland jährlich 55.000 Tonnen Kürbisse geerntet werden und 200 Millionen Euro für Halloween-Produkte ausgegeben werden. Was ja irgendwie nicht gerade wenig ist, wenn man da mal drüber nachdenkt. Halloween ist auch das zweitmeist gefeierte Fest auf der Welt nach Weihnachten. Also für Halloween wird nach Weihnachten am meisten Geld ausgegeben und man muss überlegen, bei Weihnachten schenkt man sich gegenseitig was bei Halloween. Kauft man einfach nur Kostüme und Süßigkeiten und I don't care. Das führt dazu, dass Kinder in Deutschland jährlich rund 7000 Kalorien erbeuten und essen, was etwa 66 Bananen entspricht. Wenn man mal überlegt, ich bin früher auch immer um die Häuser gezogen und habe Süßigkeiten gesammelt, wenn ich da wirklich immer 7000 Kalorien dann gegessen habe, dann guten Appetit, würde ich mal sagen. Gibt es eigentlich jemanden da draußen unter euch, der Angst vor Halloween hat? Dann habt ihr die Samhain-Phobie. Das ist nämlich das Expertenwort für die Angst vor Halloween. Aber ich stelle mir das ganz schön komisch vor, wenn man Angst vor Halloween hat. Ich meine, was macht man denn dann, wenn die Tür klingelt? Läuft man schreiend weg oder wie läuft es ab? Könnt ihr euch das vorstellen, wie Angst vor Halloween aussieht? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Außerdem gibt es zwei Mythen an Halloween, die man vielleicht ja mal ausprobieren könnte. Der eine davon ist, dass man die Klamotten an Halloween auf links drehen soll und nur noch rückwärts gehen soll. Dann soll man nämlich angeblich einer Hexe um Mitternacht begegnen. Also solltet ihr vielleicht mal ausprobieren am Samstag einfach mal Klamotten auf links und rückwärts laufen. Vielleicht begegnet ihr dann Hermine Granger. Man weiß es nicht. Das andere ist, wenn ihr eine Spinne an Halloween seht, dann solltet ihr nicht schreiend weglaufen, wie ich es im Normalfall immer tue. Sondern ihr solltet euch darüber freuen, denn Halloween sollen Spinnen die Seele einer verstorbenen Liebe darstellen, die über euch wacht. Also Leute, liebt die Spinnen, die euch an Halloween begegnen, denn das könnten eure verstorbenen, heimlichen Crushes sein, die jetzt über euch wachen. Oder eure Oma, euer Opa, whatever, auf jeden Fall. Ehrt die Spinnen. Ich weiß, es ist schwer, Leute. Es ist schwer. Und was macht ihr eigentlich alle so an Halloween? Ich persönlich bin ja so ein Mensch, ich gehe super gerne auf Halloween feiern, weil, ne, ist ja immer ganz lustig, sich zu verkleiden, obwohl meine Kostüme leider nicht so ganz kreativ sind, ist meistens eine Katze, aber gut. Früher bin ich natürlich gerne auch um die Häuser gezogen und habe Süßigkeiten verteilt. Ich bin mal gespannt, ob diesen Samstag jemand vielleicht bei mir klingelt und Süßigkeiten haben möchte. Das wäre dann so ein bisschen die Preview, weil ich jetzt ja das erste Mal in einer eigenen Wohnung bin. Wie ist es denn bei euch, wenn jemand klingelt? Macht ihr dann die Tür auf oder tut ihr so, als wärt ihr nicht zu Hause? Laut einer Befragung haben nämlich 20% der befragten Personen gesagt, dass sie an Halloween so tun, als wären sie nicht zu Hause, wenn jemand klingelt. Was ja ganz schön dreist und unfair ist den kleinen Kindern gegenüber. Ne? Das wäre dann so eine Person gewesen, wo ich damals Zahnpasta an die Türklinke geklebt habe oder an die Türklinke. Ja, ich war schon ein richtiges Bad Girl.
So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was Neues erzählen und ihr seid ein bisschen schlauer und wusstet nicht schon alles, was ich euch erzählt habe. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich passend zu diesem Anlass schwarz angezogen habe. Ich ziehe sonst nie schwarz an. Ja, ich hätte auch lieber so ein Schminktutorial gemacht wie Millie oder so, aber leider bin ich total unbegabt, was so etwas angeht. Und ich hätte euch nur zeigen können, wie man eine Katze schminkt oder vielleicht noch Harley Quinn hätte ich vielleicht dann bekommen. Ist jetzt leider nichts draus geworden. Wenn ihr trotzdem mal sowas sehen wollt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nein, lasst es einfach sein. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch immer. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß auf unserem Channel und sage jetzt einfach mal Tschüss!